Ja, es gibt ja teilweise Modelle am Markt, bei denen pauschalotierte Unterstützungskasse einerseits mit Direktzusage andererseits kombiniert wird. Beides sind zwei Wege der Innenfinanzierung. Beides sind zwei Wege, die grundsätzlich sinnvoll sind. Beides sind Wege, die versicherungsfrei sind und ohne Versicherungen funktionieren. Die Frage ist immer, warum mache ich das eine plus das andere in Kombination? Aus meiner Sicht gibt es dafür keinen Grund, der das aus meiner persönlichen Sicht rechtfertigen würde. Und zwar schlicht und ergreifend deshalb, weil das Ganze hier noch komplexer wird, als bereits ein versicherungsfreier Durchführungsweg häufig für den Arbeitgeber erscheint. Das Ganze auch in den Kosten sich nach oben schraubt. Es ist sehr einfach, zwei Zusagen im Rahmen der pauschalotierten Unterstützungskasse gemeinsam zu verwalten, einen Preis von einer. Das Ganze auf zwei Durchführungswege zu verteilen, ist immer ein deutlicher Mehraufwand. Für mich sind beide Wege sinnvoll, beide Wege haben ihre Berechtigung. Vielleicht die Direktzusage mehr im Bereich der Tandeme-Umwandlung der Bausteinsysteme, die pauschalotierte Unterstützungskasse mehr im ganz normalen laufenden Kollektivbereich, und zwar egal ob Arbeitgeber finanziert oder Arbeitnehmer finanziert. Beides zu kombinieren ist sicherlich sinnvoll. Die beiden Durchführungswege sind für mich die Wege, das sind für mich die Systeme einer modernen, effektiven betrieblichen Altersversorgung. Das ist für mich die erste Wahl, frei von Versicherungen zu sein, ohne Versicherung zu sein, das selbst bestimmen zu können und letztendlich die Vorteile, Versorgung des Gesellschafter-Geschäftsführers einerseits, anständige, ordentliche Versorgung der Mitarbeiter mit hohen Teilnahmequoten, die es ja in der Regel nicht gibt, andererseits, und Vorteile für den Betrieb zu nutzen, Mitarbeiterbindung, Vorteile in der Fachkräftegewinnung, Identifikation und Image, und auf der anderen Seite natürlich auch das Riesenthema Liquidität, Liquiditätsreserven und so weiter andererseits. Also beides zwei Wege aus meiner Sicht nicht zu kombinieren. Entweder das eine, ganz klar Arbeitgeber finanziert plus Arbeitnehmer finanziert, gerne auch zwei verschiedene Leistungen, einmal Rente, einmal Kapital, wenn es einer gern haben möchte, oder die pauschalotierte Unterstützungskasse genauso, aber nicht in der Kombination. Das ist meine Meinung zu diesen Themen aus Arbeitgebersicht, weil einfach der Arbeitgeber das gar nicht durchblickt durch die steigende Komplexität und es auch für Mitarbeiter letztendlich schwierig ist. Warum hat er hier eine Zusage, warum hat er eine solche Zusage, wie gehört das zusammen, was ist der Unterschied, warum das Ganze überhaupt?